Schläfst du schon? Nein. Und du? Nein. Jürgen, kannst du mal da kommen? Ich sehe dich. Ja, ich hab den Wolfgang schon dran. Ich hab ein, er hat ein Problem, aber ich hab gesagt, sollte ich selber fragen. Er will nämlich das für mich fragen. Ja, Jürgen, Babes. Moin, moin. Also, Sie treffen uns am Wasserfall rund um 1 Uhr. Alles klar. Bis dann, tschüss. Ist er noch dran? Ist er noch dran? Ja, okay. Also weißt wo, ne? Da treffen wir uns gleich. Okay, ciao. Was ist denn jetzt los? Das war mit mir, ja. Das gibt's nicht. Warte mal, lass mal sehen. Das gibt's nicht. Das ist nicht dein Ernst. Nimm mal. Ich fange an auszuflippen. Das gibt's doch nicht. Pass auf, du. Tu dir nicht weh. Pass auf. Anrufen. Hallo? Lebt er auf seinen Ohren oder was? Ja, die kann mir ja nicht mehr. Machen Sie mal auf. Von außen versuchen Sie mal. Hören Sie mich? Verstehen Sie mich? Ja. Warte mal, hol doch mal die beiden Typen. Hallo! Hol mal die beiden Typen dort. Sie, sagen Sie mal, sind Sie nicht der Herr Dix? Ja, bin ich. Aber ja, dann muss ich erst mal rauskommen. Ja, das kann ich aber durchreichen. Okay, geh sonst so gut. Schauen Sie mal her. Haben Sie was? Sag mal meinen Namen, Vornamen. Anita. Das ist gut. Zieh die Straps an, habe ich ein Lied geschrieben. Versuch mal die Zelle von außen aufzukriegen, die ist zu. Da geht sie da auf. Weil ich hau sonst das Glas ein. Ha? Bist du verrückt? Ja, glaub mal. Ihr habt was im Auto oder sowas, was sie aufbringen können. Ja, Mensch, ich hab Werkzeug hinten im Auto. Kriegen wir den hier raus? Stimm mich mal dagegen. Was? Schaffst du das? Hinten Werkzeug drin. Das, weil ich komme ja sowieso immer zu spät. Das weiß der Wolfgang ja, und das? Ja, pass auf. Der Wagen ist weg. Wieso fährt er jetzt im Wagen? Das kann ich sagen. Das glaube ich nicht. Hallo! Hey! Ah, Polizei! Ja, dann geh doch mal hin! Hier rüber, ja. Sie! Bitte schön, kommen Sie! Die Leute kommen nicht mehr aus dem Klinkhaus. Das gibt's ja gar nicht. Gott! Schau mal, Polizei. Dankeschön! Folgendes, Wagen gestohlen vor der Tür und wir kommen hier nicht aus der Zelle. Sie kommen aus der Zelle nicht raus? Nein! Nein! Versuchen Sie, sie aufzukriegen. Das gibt's ja gar nicht. Und ich habe Folgendes gemacht. Er ist gerade weggefahren mit Vollgas. Hier kam ein Typ vorbei, ich sagte, könnt ihr uns helfen? Ja. Und dann haben wir dem, wir haben Werkzeug hinten im Wagen. Ich sage, hol mal Werkzeug raus, wir kriegen es da unten auf. Der hat den Schlüssel genommen, ist mit dem Wagen. Ja, langsam, langsam. Was haben wir für Kennzeichen von dem Fahrzeug? Da fragen Sie mich das was Leichteres. Das ist von meiner Freundin. Er schaut, dass er vielleicht noch erwischt. Ja. Aber Sie geben Sie mal eine Beschreibung von dem Typen, bitte. Das ist der Jaguar, der neueste Typ vom Jaguar. Nein, von dem, der was das gestohlen hat, das Fahrzeug. Ein Schwarzhaariger, hatte der einen Bart? Nee, ne? Nee. Also, was ist mit der Telefonzelle? Ja, das wissen wir ja nicht. Das ist ja der ganze Casus Belli. Sie haben telefoniert. Deswegen kam ich ja nicht raus. Ich versuche mal, den Telekom-Notdienst zu erreichen, weil die sind für sowas zuständig. Ja, aber wir haben noch einen Termin am Flughafen. Ich habe einen Termin. Ich probier's mal, gell? Ja? Das glaube ich nicht. Also, Abflugdienst, kommen bitte. Aber sagen Sie mal, kann es sein, dass ich Sie irgendwie kenne? Ja, Jürgen Dreves ist mein Name. Jürgen Dreves? Bett im Kornfeld. Kannst du mir vielleicht da unter dran geben? Ja, das kann ich Ihnen aufgeben. Habe ich dir damals schon gegeben, ja. Nimm mal deine Karte und die anderen. Das ist ja gar nicht klar. So, wir fahren in die Werkstatt drüber. Nehmt uns doch zumindest mit der ganzen Zelle. Ich habe ja jetzt nicht so, so gern nicht gesehen.
Hast du mal die Bild Zeitung geholt? Nein, oder besser nicht, du schaffst die erste Zeit genug in der Zeitung gestanden. Du warst im Loch im Kopf. Du. Die Geschichte des Jahrhunderts. Aber langsam mal den Boden runter. Die Knie gehen. Wieso? Ja, ja, machen wir. Schwerpunkt. Die runtergehen. Ja, das ist gut. Du scheinst ja sehr komisch zu sein. Das weg. Also, ich habe schon ein bisschen langsam. Oh, ich bin fixer fertig, weißt du das? Das ist der Boden, das wird ich unten noch rausbiegen. Ich stelle mal. Ja, das ist ja auch das weg. Du hast so eine Zelle. Ja, weil ich da aus dem Buch gesehen habe, wo wir hin müssen. Wo ist denn das? Mein Kollege hat gerade gesagt, Freisinger Landstraße haben sie erwischt, den Dieb. Geil! Das Auto hat. Ja, super. Ja, aber wir nehmen dann das andere alles nur auf dann. Ja, okay. Noch, sie haben ja die Nummer, ne? Ich muss aber um 1 Uhr am Flughafen sein. Das, das schaffen wir schon. Da fahren wir mit Blau aus dann. Gut! Ich uns irgendwo ganz alleine. So, da stehen auch überall Leute. Meine Autobahn. Die Nummer 11, bitte. Sie werden aufgerufen. Nix hier. Ich muss zum Flughafen. Hallo. Nix. Ich muss zum Flughafen, sonst trete ich die Tür ein. No way. Nein, ich muss zum Flughafen. Kein Witz hier. Reicht das? Wie ist denn das möglich? Die haben doch die Kabel abgegriffen. Hallo? Hallo? Ja, Jürgen Drews. Ja, hier ist der Fritz Egner. Fritz Egner? Ich will dir eigentlich nur eines noch sagen. Du bist herzlich willkommen in Voll erwischt.